Lords und die Ladies, es ist mir ein wahnsinniges Vergnügen, euch mal wieder einen Don Papa vorstellen zu dürfen. Dieses Mal handelt es sich um den Don Papa Mascara oder Mascara Rum Spirit Drink. Der stammt natürlich wie alle Don Papas von den Philippinen von der Bleeding Heart Company. Der kommt uns auch besuchen mit schönen 40 Volumenprozent Alkohol. Allerdings, ihr merkt schon, Spirit Drink, da dürfte auch eine ganze Menge Zucker dabei sein. Oder auch noch andere Geschichten wie, oh, man sagt dem ja nach, dass da Glycerin drin sei. Ist allerdings erlaubt, in Europa Glycerin hinzuzufügen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es drauf stünde, ne? Damit jeder Bescheid weiß. Und dieser Don Papa Mascara kommt nicht nur von den Philippinen, sondern auch von einem Fan, von Oliver. Olli, darf ich noch sagen, vielen Dank, also known as Bullet Train Fan. Also vielen, vielen Dank, wenn ihr meint, ich sollte mal was probieren und ihr habt so eine Flasche zu Hause oder wollt einfach mal, dass ich eine Flasche probiere, einen Rum probiere und ihr wollt auch gerne mal genannt werden, dann bitte, also... Ich bin der Letzte, der sich dagegen wehren würde, wenn bei mir plötzlich eine Flasche Rum quasi an der Tür klingelt. Also in Form eines Postboten mit einem Päckchen. An dieser Stelle, wie gesagt, nochmals herzlichen Dank, lieber Oliver. Und wir kommen jetzt mal zu diesem Spirit Drink. Also, Mascara kommt einem ja irgendwie komisch bekannt vor. Mascara ist ja eigentlich eher was... Was du an Frauen meistens findest, so um die Augen. Ja, hat wahrscheinlich, also wortgeschichtlich mit dem Wortstamm auch zu tun. Warum, wieso, weshalb? Ha, ganz einfach. Ich sag dir schon, dieser Rum stammt von den Philippinen. So, und die Philippinen wurden nach Ankunft von Ferdinand Magellan, ja, quasi kolonialisiert. Schwieriges Wort, kolonialisiert. Von Spanien. Und zwar für bummelig 300 Jahre. Also kein Wunder, dass da auch spanische Anklänge in der Sprache oder zumindest in Bezeichnungen zu finden sind. Und teilweise nicht nur spanische Anklänge, sondern auch noch die Religion wurde übernommen. Also übrigens, Philippinen, gar nicht mal so ein kleines Land. 110 Millionen Einwohnern auf, ich weiß gar nicht, über 1000 Inseln, wenn ich nicht ganz irre. Und eben Katholiken. Tatsächlich ganz viele Katholiken in diesem Land, in dieser ja quasi Landesgruppierung. Und lustigerweise, Mascara ist ein Fest, das auf den Philippinen gefeiert wird. Und zwar in der City of Bacolod. Riesen Maskenfest und naja, Mascara, Spanisch halt die Maske. Also... Muss man sich, glaube ich, nicht irgendwie großartig auskennen. Klingt ja auch irgendwie wie Maske. Also Riesenmaskenfest, auch bekannt übrigens als das Fest des Lächelns. Ja, und ganz viele Farben und Masken finden wir übrigens auch auf diesem wunderbaren Etikett wieder. Unter anderem natürlich, wie bei jedem Don Papa, eine Darstellung von Don Papa Isio. Ne? Revolutionär des Landes, dem diese Rummarke hier auch gewidmet ist. Und auch, wie immer, stammt dieser Rum hier von der Insel Negros. Das ist sozusagen ja, das Zuckertöpfchen der Philippinen. Also auf Negros wird halt ziemlich viel Zuckerrohr angebaut. Und übrigens, es handelt sich um eine limitierte Version, die seit 2018 auf dem Markt ist. Also im weiteren Sinne limitiert. Also du hast da anscheinend nicht... komplett hier Column Stills durchlaufen, die dauernd die Grundlage sozusagen für diesen Don Papa Mascara produzieren, sondern es werden halt diverse Batches produziert. Ob jetzt jährlich oder für einen gewissen Zeitraum, ist mir nicht bekannt. Ich weiß, dass sie ja quasi auch ähnlich wie andere Spezialabfüllungen, wie so ein Sherry Cask, ne, oder so ein Gayuma, der wird halt wirklich quasi einmal pro Jahr abgefüllt und dann gibt es mal wieder eine neue Charge. Und apropos Charge,
Wer das Internet durchforstet und sich so ein bisschen über den Don Papa Mascara informiert, der kann auch erleben, dass einige Kommentare nicht so positiv sind. Warum? Das ist meistens so ein, früher schmeckt ihr mir besser. Oha, schmeckt jetzt nur noch wie Zuckerwasser. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, Chargenproduktion. Da kann das vorkommen, dass mal eine total in die Hose geht. Scheint bei einer Charge so gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch hier in dieser Flasche drin steckt. Also sieht eigentlich aus wie der Rum, beziehungsweise die Rumspirituose, die ich kennengelernt habe. War extrem süß, muss ich sagen. Auch extrem fruchtig. Bin gespannt, um was für eine Art es sich hier handelt. Aber wohl Geschmack. Tja. Wie immer bei Don Papa, Calamansi ist da drin, also so eine Mischung aus Orange und Limette. Oh, anscheinend Honig soll da drin sein und Siling Labuyo. So, habe ich, Wahnsinn, im ersten Anlauf gut ausgesprochen. Siling Labuyo ist übrigens eine Chili-Art. Ich bin gespannt, was das für einen Effekt haben wird auf den Geschmack von eben diesem Don Papa Mascara. Also Siling, ja, siehst du, da fängt es schon an. Siling Labuyo. Chili Art wurde eingewandert sozusagen und ist Teil der philippinischen Küche. Ja, also, will ich sagen, kaum ein Gericht, was ohne diese Chili auskommt. Wird es ein paar geben, bestimmt. Aber, also, die Leute, die Bleeding Heart Company, die diesen Rum hier produzieren, die wollen sozusagen das philippinische Lebensgefühl und durch Mascara natürlich auch wieder Lebensfreude, Freundlichkeit, Hurra-Mentalität sozusagen in die Flasche packen und uns hier in die ganze Welt exportieren. So, genug geredet. Wieder mal Zeit, dass ich den probiere. Übrigens, ja, ich nehme mal hier ein frisches Tastingglas. Ich habe ihn noch nicht eingefüllt. Ich weiß noch nicht mal, wie alt der ist. Ja. Also, normalerweise Don Papa oder so ein Barocco eigentlich 7 Jahre. Ja, also anderer Don Papa, also der normale Don Papa Rum, ne, den es jetzt gibt, ist eigentlich 7 Jahre alt. Also deswegen heißt er wahrscheinlich auch Don Papa 7. Gibt es ihn auch in 10 Jahren und in diversesten Ausführungen. Ich bin mal gespannt. Also werde ich mir jetzt hier ein Schlückchen von diesem Don Papa Mascara mal hier ins Glas tun. Gut, ich meine Farbe. Ganz klar, sehen wir ja hier schon auch bei der Flasche, drehen wir hier um, also rötlich, ne? Rot-orange. Und hier im Glas, oh, ist ja so leicht orange eigentlich eher. Orange, Bernsteinfarben, eigentlich so oh, schöne, beruhigende Farbe. Finde ich recht einladend. Also, mal gucken. Ah! Bevor ich es vergesse, natürlich 40 Volumenprozent, sagte ich schon, bekommt ihr irgendwo zwischen 32 bis 37 Euro, habe ich gesehen. Also in der 0,7 Liter Flasche. Ne? Umgerechnet auf den Liter sind es dann halt 47 bis 53, wenn ich das mal kurz bei mir in meinem pfiffigen Köpfchen ausgerechnet habe. Tja, und was kommt jetzt? Wie immer natürlich der Geruch, ne? Das Nosing. Ich nehme meine Nase, Freunde. Bleibt dran. Oha. Zitrusfrüchte. Süß. Calamansi. Also wie gesagt, so ein Limetten-Orangen-Mix. Fruchtig. Wie gewohnt von Don Papa. Natürlich. Also der riecht schon nach Spaß. Ne? Auch ein bisschen alkoholisch. Kann man nicht anders sagen. Abgesoftete Süße. Ja. Bisschen wie Honig fast. Aber sehr viel so, ja, Zitrus, Orange in die Richtung. Boah, also kann den ja schon. Also ich finde jetzt nicht, dass der allzu flach riecht, muss ich sagen. Bin gespannt. Also kann ja täuschen. Bin jetzt mal gespannt auf den Geschmack. Prost auf euch.
Ja, süß. Sehr süßer Don Papa. Ich würde fast behaupten, noch mehr als der Barocco. Und oh. Oh ja. Jetzt der Schlussakkord sozusagen von dieser Stilling Labuyo. Tatsächlich, eine gewisse Schärfe hast du da. Und das ist keine alkoholische Schärfe. Nee, das ist wirklich, merkst du den Unterschied, ne? Das ist wirklich so eine Chili-Schärfe. Boah. Macht den spannend. Also für richtige Rumtrinker, wie bei Don Papa üblich, die werden enttäuscht sein, weil, oh Gott, da ist viel zu viel Zeug drin und da werden Früchte eingelegt und weiß der Fuchs, was da noch alles zukommt, aber Spaß rum. Eigentlich, manche sagen sogar Likör, aber ich glaube nicht, dass da über 100 Gramm Zucker pro Liter drin sind. Also da schmeckt dann auch noch, ja, scharf, schmeckt dann auch noch der Alkohol so ein bisschen zu viel durch, als dass du wirklich den Mund verkleisterst und den nicht schmecken würdest. Also, fruchtig. Sehr fruchtig. Diese Schärfe zum Schluss. Mein lieber Freund, also, ich hätte mich echt gewundert, hätte ich es nicht gewusst. Da, kommt noch mal Zug. Ich muss sagen, nicht. Also wahrscheinlich ist das eine von den noch alten Chargen oder noch guten Chargen oder lustigerweise, man munkelt ja in Frankreich, seien noch welche zu bekommen, die eher aus den alten Chargen kommen. Also kann ja über Don Papa sagen, was man möchte, aber es ist halt Spaß rum. Ne? Eine Spaß-Spirituose. So, sollte die dann auch erlebt und quasi gekauft werden. Wie gesagt, 32 bis 37 €. Also wird kein ewig alter Rum sein. Ist jetzt so die Preismarke, mit der ihr im Handel halt ja, eine Rumspirituose bekommt, die einigermaßen gut gebaut ist. Und ja, wie gesagt, also wer sowieso Don Papa mag, ist kein schlechter Griff. Wer es noch einen Zacken süßer mag als den Barocco, da, also mit so einer, aus einer kleinen Kante Schärfe drin, ist ganz spannend. So kann ich nicht meckern. Und diese Calamansi-Nummer, ja, haben die halt gut gemacht. Also, bitte, vom Design her, schöne Spirituose eigentlich. Kann ich anders sagen. Also, sehr da. Ne? Oh Gott. 40 Volumen hauen doch sonst nicht so rein. Mann, ey. Das muss am Chili liegen. Siling La Buyo. Wie gesagt, das macht einen total Susu. Oder es kommt von diesem Mascara fest. Wie gesagt, der Rum soll ja so ein bisschen den Schwung transportieren. Das tut er ja auch. Nichts schlimm. Also, wenn er anständigen Süßrum haben möchte, durchaus eine Option. Also, nichts schlimm. Kriegst du mittlerweile ja auch überall. Ja, also für eine 07er Flasche, alles kein Problem. Kann man durchaus machen. Bitte. Also, kriegt von mir ein, ja, warum nicht? Party, Spaß rum. Weiß nicht, da finde ich sogar noch ein Rezept dafür. Ne? Man trinkt daraus oder sowas. Wer weiß. Würde ich dann auch hier irgendwo dann mit ankündigen, aber momentan weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht gefunden, das Rezept. Aber, Freunde, ihr wisst ja, ich treibe mich ja überall mal im Internet rum und gucke links und rechts. Vielleicht kriegt man ja ein schönes Rezept dafür. Ich denke schon, dass sich damit einiges anstellen lässt. Kriegst du ja mit dem normalen Barocco und auch mit dem Don Papa 7 ganz gut hin. Also, Freunde, und vor allen Dingen, lieber Oliver, lieber Bullet Train Fan, vielen Dank nochmal dafür. Schönes Tröpfchen. Also, I like. Ich hoffe, du und ihr liked auch dieses Video. Also, mögt es und liked auch hier so. Daumen hoch wäre ganz gut. Falls ihr noch nicht abonniert habt, Knöpfchen drücken und macht das Glöckchen an. Dann werde ich auch benachrichtigt, wenn mal wieder ein neues Video von mir kommt. Ja? Und ansonsten freue ich mich über jedweden Kommentar. Dann Papa, wie findet ihr die Nummer? Ne? Oder hattet ihr den Mascara auch? Hattet ihr einen leckeren Mascara oder hattet ihr einen, der ja, so ein bisschen flach schmeckte?
Würde mich total interessieren. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ja. Und dann lese ich die und antworte. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss und bis zum nächsten Rum.